2012 schien sich die launische Up-and-Down-Liebesbeziehung der USA zur Formel 1 endlich zu beruhigen, was wir nicht zuletzt der Fertigstellung dieser wunderbaren Strecke in Texas zu verdanken haben. Seitdem durften wir hier aufregende Rennen erleben, darunter auch die Entscheidung in der WM 2015, als Lewis Hamilton sich vorzeitig den Titel sicherte. Das heutige Rennen findet in Travis County, Texas auf dem wundervollen Circuit of the Americas mit seinen 20 Kurven statt. Wir werden heute Zeugen von Höchstgeschwindigkeiten um die 320 km/h werden und es gibt hier zahlreiche Überholmöglichkeiten, besonders in den zwei DRS-Zonen vor Kurve 1 und später auf der langen Gegengeraden vor Kurve 12. Es ist mir eine große Freude, erneut von Stefan Römer unterstützt zu werden. Können wir uns vielleicht über Sebastian Vettel unterhalten? Wie so oft geht es natürlich um Zuverlässigkeit. Und ja, in der Tat werden Sie heute von einer sehr ungünstigen Position aus starten, da Sie einige Triebwerkskomponenten ausgetauscht haben. Das wird heute alles andere als leicht für Sie. Aber das Gute dabei ist, dass Ihnen diese neuen Komponenten dabei helfen können, sich bis ganz nach vorne durchzukämpfen. Ich rechne ehrlich gesagt heute mit einem sehr aggressiven Kurs, um den problematischen Start auszugleichen. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Richter startet aus der Pole Position und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Verstappen, Leclerc, Pierre Gasly und Hülkenberg, Bottas, Weber, Perez und Lando Norris, Magnussen, Butler, Kimi Räikkönen und Sainz Jr., Albon, Vettel, Daniel Ricciardo und George Russell. Stroll und Romain Grosjean befindet sich am Ende der Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Okay, you can brake late into one because of the incline. It's a slow corner though, so make sure you stay out of trouble. Good luck! So, mal kurz abwesend gewesen, jetzt wieder da. Wie sieht jetzt mit der Schalterstellung aus? Habe ich mich jetzt komplett verpennt? Hat sich irgendwas geändert? Ich schon irgendwelche Strafen? Da ist doch mal eine Grid-Strafe. Moment. So, da könnte sich was geändert haben. Plus 5 oder so, ne? Ne, Vettel. Aha, okay. Der hat eine Grid-Strafe. Gut, von 6 auf 16. Na gut, das ist das, was ich wissen wollte. Gut, gehen wir rein. Ins Rennen. Endlich mal wieder ganz vorne. Okay, go through all the gears if you can. We need to make sure the engagement is okay before the start. We're gonna want to put some temperature into the tires and brakes. We need to keep the engine cool though, so don't go too high with the revs. So, drittletzte Rennen, danach noch zwei. Nächste Woche geht's nach Brasilien. Und dann kommt noch Abu Dhabi zum Abschluss und dann sind wir durch. Mit Saison 2. Und dann gibt es auch eine dritte Saison. Kein Regen. Das ist immer gut. Darf gerne nächste Woche genauso sein. Aber ich erwarte Regen nächste Woche. Ich erwarte Regen. Wir ziehen jetzt auf 2 und 8. Wenn wir das hier holen mit 26 Punkten, dann sieht es vielleicht was besser aus. Mal gucken. Müssten 13 Runden sein gleich.
start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with the clutch. So, Rennen Nummer 19. Start ist gleich. Tut mir leid, der Mercedes, da will ich nicht hinter mir haben. Da muss ich mir jetzt mal, wenn er da nicht vorbei rutscht. Komm, ich will verteidigen. Das Ding will ich hier gewinnen. Mal ein bisschen auf Fett hören, wir wollen ein bisschen wegkommen vorne. Ich sehe da nämlich die silberne Gefahr da hinter mir schon. That's a decent start. Good job. Sind wir jetzt 14 Runden. Sind wir schon mal weg jetzt? Aber wir gehen mit der schnellsten Runde in Runde 2. Eigentlich fast der Verteidigungsmodus, wobei wir gerade einen Ticken wegkommen. So. Im Idealfall kommen wir aus der 1-Sekunde-Marke raus. Dann sind wir da aus der Gefahr nämlich schon mal weg. Und das haben wir schon. So, jetzt schön schnell durch die S, damit wir weit, weit wegkommen. Wir müssen gucken, dass wir hier wirklich uns jetzt die letzten 11 Runden gut verteidigen. Engine is looking a little worn. Power output will be less than
Weil ich eigentlich frischen Motor drin habe. Ich glaube, wir bauen dann nochmal komplett neue Einheiten ein. Gehen wir mal von Brasilien als letztes ins Rennen. Letzten Position und dann gucken wir mal, dass wir da noch was holen. Aber erstmal müssen wir das Ding hier gewinnen. Vier Runden. Erst durch. Noch 10. Jetzt verteidigen. Ja, scheint doch die Power zu sein, dass wir ein bisschen fast verloren haben. Wir waren eigentlich ein bisschen weg jetzt. Weniger als eine Sekunde. So, ich will erstmal wegkommen, ein bisschen vom Rest des Feldes. Neun Runden noch. Ich werde Red Bull ist vorbei, jawohl. Ja, die Frage, was macht der Teamkollege, ne? Es wird aber nochmal eng werden mit dem Sieg. Fällt jetzt irgendwo gelb. Vettel. Ich muss ein bisschen aufpassen. Den Red Bull auf einmal hinter mir. Den muss ich jetzt mal gucken, dass ich ihn noch irgendwie weggehalten bekomme. Box this lap, please. Hier war jetzt die Box von die weiß, die gelben. Und hoffen, dass wir dann noch das Ding noch in den letzten 8 Runden holen können.
Aber wird das der Vettel raus? Das wäre mir ein Mercedes wäre mir lieber gewesen. Dann würden wir sogar wahrscheinlich in der WM-Führung nach Brasilien gehen. Plötzlich noch ein Auto da vorne jetzt. Plötzlich setze ich noch den Stroll davor. Ne, Gott sei Dank. Halbzeit. Ich befürchte auch, dass wir unsere Führung jetzt los sind. Jetzt nicht auch den Williams davor, das könnte jetzt tödlich werden, Gott sei Dank. Ich hole mich mal nächstes Teamkollege da vorne umgucken ab vor mir. Dann brauche ich den zweiten nicht auch noch. Ich war fast tappen, rauskommen ist mir das herzlich recht. Hab ich. Jawohl. Damit sind wir in Führung. Und der hat den Stroll jetzt vor sich. Sehr schön. Das ist sogar angenehmer. Wobei, an dem ist ja schon vorbei. Sechs Runden noch. Es ist gut, dass ich jetzt CS habe, dass ich kann da schön vorbeigehen. Ohne mich da groß aufhalten lassen zu müssen. Weil ich da schöne ganze Kette jetzt vor mir habe. Um die Plätze 12 bis 9 oder 8 oder so ist das, glaube ich. Der erste Teil des Zuges geht in die Box. Fahren sie mal auf 6. So. Jetzt habe ich, dass mir der Magnus nicht vor die Karre so unnötig zieht. Da muss ich jetzt nämlich auch vorbei. Das ist nämlich jetzt gefährlich genug. Wenn mir das jetzt schon wieder ein bisschen nervt, weil ich da nicht vorbeikomme. Ah Mann, komm, geh da vorbei weg. Ich hasse das, wenn ich ja jemand unnötig breit machen muss. Weil das Auto hinter mir die größere Bedrohung ist. Ich muss hier vorne vorbei, dringend. Komm, Haarnadel. Hab ihn.
Es war mir sehr, sehr wichtig, dass ich da vorbei bin. Und jetzt kann er mal wegen dem im Weg stehen. Ist mir scheißegal. Hauptsache mir nicht. Mit Toro Rosso sollte ich wieder vorne relativ schnell fischen. Okay, wie war das jetzt? Ich habe jetzt auch nicht mitbekommen, wer es war. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder Erster. Und wir haben noch 4 Runden. Und noch gut Sprit. So, dann versuche ich jetzt mal wegzukommen ein bisschen. Jetzt keine Gefahr mehr. Oh, das gefällt mir, dass der Ferrari dazwischen noch ist, zwischen dem Mercedes. Auf Hard. Warum der 4 Runden auf eine auf Hard geht, verstehe das einer diese Entscheidung. Ja, wenn es reichen würde, wäre es super. Jetzt wäre nämlich wieder 3 Punkte weniger. Voraussetzung, ich gewinne das Rennen hier. Sprit ist noch genug da. Der Red Bull dahinter mir, der kommt immer näher. Das ist geil. Das ist nicht ganz ungefährlich. Das ärgert mich gerade, dass ich da nicht vorbeikam in den Autos. Gerade nach der Box jetzt. Und jetzt haben wir plötzlich den Mercedes wieder auf 3. Ebenfalls auf Hart. Interessante Strategie. Warum auch immer. Der andere steht auf 6, wenn es richtig ist. Ne, 4, 5, 6, 7. Das ist 3 und 7. Ja. Das wären 21 Punkte und wir hätten 26. Wir hätten 5 aufgeholt. Es würde nochmal spannend werden. Und wenn der Ferrari da noch vorbeigeht, sind sie nämlich bei denen nämlich auch nur 18. Und wir hätten 8 Punkte aufgeholt, wir wären bis auf 2 dran. 10 war der Rückstand, glaube ich, vor dem Rennen. Ich hoffe, dass der Gäste wieder noch vorbeirutscht. Das wäre nämlich dann nochmal 2 Punkte mehr. Dann wären wir, glaube ich, sogar punktgleich. Aber das ist jetzt nur so ein bisschen nachrechnen, durchrechnen. Das kann sich auch relativ schnell wieder ändern. Wir fahren einfach unser Rennen und dann gucken wir mal, was drin ist. Das könnte auf jeden Fall nochmal ein sehr spannendes Saisonfinale werden, das ist klar. Aber eigentlich müssen wir alles gewinnen jetzt, was kommt. Angefangen hier. 3 Runden vor Ende die Führung. The turbocharger is on its last legs. Let's try to keep mileage on it to a minimum. Ja, das wird auf jeden Fall in die paar Strafen gehen in Brasilien. Aber da kann ich es eher aufholen als in Abu Dhabi. Also Turbo raus und die beiden in die MPUs. Und dann würden wir das theoretisch mit der dicken Strafe dann einen Angriff nehmen. Wir müssen hier ein bisschen Gas geben jetzt. Also, rein das Fettgemisch, gib ihm.
Kann ich den Mercedes ausfallen? Das würde es so viel das einfacher machen. Vorletzte Runde, liebe Leute. Vorletzte Runde. Wenn 13 Runden sogar lieber, dann hätten wir es nämlich nach der Runde schon durch. Aber wir müssen noch. Durchpusten auf die langen Geraden. Wie groß ist der Vorsprung mittlerweile eigentlich noch? 2 Sekunden oder was ist das? Vom Auto halt nur durch. 2 Kurven noch und dann noch eine Runde. This is your final lap of the race. Gut, die Mercedes sind erstmal raus aus den Top 3. Das ist sehr, sehr wichtig. Mit dafür rutscht nämlich noch einer durch. Oder es fliegt sogar einer raus von den beiden. Ist mir egal welcher. Im Idealfall der vordere. Weiß ich, hab ich im Überblick. Ich hoffe, dass die Renault sich den Mercedes da hinten noch packt. Umso mehr Autos vorbeigehen, umso besser ist es. So. Letzte Kurvenkombination. Dann wieder ein Sieg seit Russland. Vorletzte. Yes. Geholt. Fantastic drive, just fantastic. You deserve that race win. Es war teilweise ein hartes Rennen, aber McLaren hat durchgehalten und sich heute einen tollen Sieg gesichert. Was denkst du, Stefan, was ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Das hat heute einfach gepasst. Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung mit McLaren an der Spitze. Gratulation an das gesamte Team für diese fantastische Leistung. So. Wir haben's. Wir
Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Romain Grosjean ist für mich der Fahrer des Tages. Ich denke nicht, dass ich solch eine starke Leistung von ihm gesehen habe. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze am Boden fanden. Wer vermag schon zu sagen, okay, 18 Punkte sind immer noch. Am Ende Weltmeister wird. Ja, das wird schwierig. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. 26 waren es auch nicht nur 10. Naja, 18 Punkte noch. Schauen wir mal. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Gab es heute auf der Strecke irgendeine ernstzunehmende Konkurrenz? So, heute hat's gepasst auf jeden Fall. Endlich mal wieder. Nun, es scheint, als hätte sich das Blatt zu Ihren Gunsten gewendet. Im Vergleich zum letzten Wochenende ist es merklich besser für Sie gelaufen, nicht wahr? So. Wir haben Sie wohl alle unterschätzt, nicht wahr? So. Klasse, das war dann alles. Jo. So, perfekt. Ja, 18 WM-Punkte sind es nur noch und dann schauen wir mal. Gute Arbeit, genau darauf habe ich gehofft. Mach nur weiter so. Jo. Nächste Woche geht's, wie gesagt, Brasilien. Und da schauen wir mal, was wir noch holen.